Wir hatten so zwei Visionen gehabt. Wir haben gesagt, wir wollen, dass es cooler ist, mit einem Stromer zum Kaufleuten in Zürich zu fahren, als mit einem Porsche Cayenne. Das haben wir, glaube ich, erreicht. Oder kommt jetzt dran, wenn man sieht, wie viele Leute absolut, Stromer ja. fahren. Und das Zweite ist, ich möchte gerne New York autofrei machen. Und dann müssen wir noch dran arbeiten. Allegra, hier ist der Podcast mit gesundem Bündnerverstand präsentiert von ÖKK. Mein Name ist Fabio Ney. Es freut mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Und in dieser Folge dreht sich alles rund um das Bike. Und um den Mann, der in der Schweizer Veloszene eine ganz grosse Rolle spielt. Und bei ihm sind wir. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Thomas Pinkeli. Danke, seid ihr auch. Oder wie sagt man in Berndeutsch? Grüße, hä? So am Morgen. Ciao. Joe Dömmel. Gut, also, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich stelle dich gerne kurz vor. Du bist der CEO und Namensgeber von Schweizer Velomarke Dömmus, die sich auch weit über die Landesgrenzen raus mittlerweile hat können einen Namen machen. Ihr baut aber nicht nur Velos. Ihr habt ein professionelles Bike-Team, unter anderem Mountainbike. Dort hat es auch die Spitzenfahrerin Alessandra Keller dabei. Und du bist der Initiant vom Swiss Bikepark. Und da sind wir jetzt bei Oberried, bei Könitz ist das. Wenn man herfährt, sieht man eine riesige Baustelle. Überall hämmert es und bohrt es. Wir haben jetzt auch kurz gerade den Bauarbeiter da sagen, hey, könnt ihr eine halbe Stunde in Kaffeepause? Was entsteht da Grosses? Ja, es ist, wie du hast gesagt, ein Swiss Bikepark oder ein Bike Resort. Das soll ein Ort sein, wo man erleben kann, wo man lernen kann, wo man Sicherheit trainieren kann, aber wo man vor allem das Velo neu erfinden kann. Also wir glauben ganz fest daran, dass das Velo hier im Swiss Bike Park ein Playground hat, wo man Sachen erfinden kann, Sachen entwickeln kann, aber wo sich vor allem Leute treffen. Okay, jetzt werden da verschiedene Gebäude aufgezogen, respektive sind bald einmal oben. Und dann ganz klar daneben sieht man so einen Park. Was kann man dort drin machen? Ja, es hat viele verschiedene Facetten. Es hat einen Park, wo man Pumptrack hat, vielleicht der attraktivste Schweiz. Es hat einen Velodrom, wo man drum umfahren kann mit Mountainbike, mit Rennvelo. Dort drinnen hat es eine Jumpline, wo jung und alt zusammen kumpen kann. Aber er hat so viele Übungsparcours mit Serpentinen, wo man Kurven fahren kann, wo man lernen kann, wie man bremsen, wie man stellt und rauffahren kann. Alles ist digitalisiert. Man kann Reifentests machen, welche die besten Reifen sind, welche die beste Federgabeln ist. Und schlussendlich hat es so eine ganz grosse Jumpanlage, wo man das Luftküsse gumpen kann in verschiedenen Schanzen, wo man seine Flugkünste austesten kann. Also das ist ja Wahnsinn, das ist fast schon ein Disneyland vom Mountainbike da oben. Da entsteht wirklich richtig viel. Wir werden in einem Gespräch darüber reden, was sind die aktuellen Trends bei Bikes, wie sieht es in den nächsten Jahren aus, was muss man haben, was muss man nicht haben. Wir werden auch über dein Bike-Team reden. Aber ich möchte gleich nochmal schnell darauf zurückkommen auf den Bikepark. Du hast gesagt, wir wollen wie so ein bisschen das Bike neu erfinden. Was ist so die grosse Idee da dahinter? Ich muss vielleicht schon ein bisschen Geschichte sehen vom Bikepark von Oberried. Ich bin hier geboren. Das Velo hat mir den Weg in die Welt aufgetan. Es war nicht das Auto oder das Flugzeug, sondern mit dem Velo sind wir in die Schule. Also zuerst in den Kindergarten, dann in die Schule, in den Ausgang. Und so hat mich das Velo schon als ganz kleine Gil fasziniert. Ich habe mein Velogeschäft jetzt 32 Jahre mit der eigenen Produktion und der eigenen Marke Dömmus entwickelt. Und während dieser Zeit ist das immer grösser geworden und so haben wir den Swiss Bike Park entwickelt. Da hier oben war immer ein Traum, dass man nicht nur eine Teststrecke hat, sondern viel mehr. Es war eine grosse Herausforderung, das umzuzonen, von der Landwirtschaftszone in eine Zone für Sport und Freizeit. Und während den 18 Jahren Umzonen, bei Gemeindeebene, Kanton und Bundesebene, ist mir bewusst worden, dass wir viel mehr machen wollen als nur ein Bikepark, sondern ein Gefühl oder ein Bikepark, wo wir jetzt eine Stiftung haben, daraus herausgemacht und haben gesagt, der Bikepark soll eine schweizweite Ausstrahlung haben, soll ein Park sein für die Schweiz, für die Gesellschaft, aber vor allem auch für das Velo. Du hast es schon kurz angetönt, du bist da aufgewachsen, du kennst die Gegend, wir müssen sie vielleicht kurz beschreiben für die Hörerinnen und Hörer. Wunderschön, ländlich, mit einzelnen Bauernhöfen auf den Högern, so schön gewelltes Land. Bist du da als Bub schon raus und hast gedacht, ich baue mal so etwas oder bist du von dir selber überrascht, dass jetzt so etwas hierher kommt? Nein, also der Ort ist wunderschön, er ist zwischen, stimmt, er ist zwischen Bern, Freiburg und Schwarzenburg, so richtige Voralpen. Mhm. Wenn man rausschaut, sieht man Eigermönch Jungfrau, man sieht aber auch den Chasseral, ist so mitten in der Schweiz, gerade am Röstigraben, Sprachgrenze zu, stimmt, ja, zu Welschland. Ich bin nicht der, der von Anfang an die Vision hatte, jetzt
nenne mich nicht visionär. Natürlich habe ich Träume, habe ich Sachen, die ich machen will. Aber viel wichtiger ist, dass man es dann auch macht. Jeden Tag etwas bauen, jeden Tag einen Schritt weitergehen. Und das mache ich seit 32 Jahren jetzt mit dem Velo. Wenn man sich ein bisschen umhört, Leute, die über dich schwätzen, die sagen, das ist ein Machertyp. Die sagen, das ist eben ein Visionär, der ein bisschen weiter vorne schaut, etc. Also, das heisst, du würdest das gar nicht so unterschreiben, obwohl es ja faktisch auf dem Blatt steht. Nein, natürlich sind Visionen wichtig, sind Träume wichtig, sind Strategien wichtig oder all die wichtigen Wörter, die man da hat. Aber ganz am Schluss kommt es darauf an, was man daraus macht. Dass man es eben umsetzt, dass man probiert, dass man Fehler macht, dass man Fehler zulässt, dass man ein Team um sich herum aufbaut, wo man Freude hat, wo fasziniert ist, wo echt ist und wo halt Sachen bauen kann. Woher nimmst du die Kraft und Energie, weil ich die vorher beobachtet? Zuerst hast du irgendwie mit 5 Bauleuten geschwätzt, dann hast du kurz hier mit dem Sanitär geschwätzt, dann bist du durch die Werkstatt durchgelaufen, du redest mit Dutzenden Leuten am Tag, treibst alles voran. Von wo nimmst du deine Energie? Ja, viel vom Velofahren. Ich bin heute Morgen. Du hast doch keine Zeit, das ist doch unmöglich. Nein, ich bin wirklich in Fakt. Heute Morgen dann bin ich noch so gut gelohnt. Vom Morden daher gefahren, eine Stunde lang ein Velotürchen gemacht. Es war wunderschön, Sonnenaufgang gesehen. Und ich hatte ein wahnsinniges Glück, dass ich ein Produkt habe, das mich fasziniert. Ein Produkt, das Leute faszinieren. Ein Produkt, das sich immer weiterentwickelt. Das Hightech im Velo. Aber auch ein Produkt Velo, das, glaube ich, in den letzten paar Jahren Gesellschaft wirklich verändert hat und einen Mehrwert hat gegeben. Jetzt, wenn du sagst, du bist absolut fasziniert von diesem Produkt, gehen wir doch kurz zurück. Wann hat die Passion gestartet von dir als Bub wahrscheinlich für Velo oder eben Bikes? Ja, wirklich. Als ich gemerkt habe, dass das Velo mehr mobil macht, dass man von oben rein mit dem Velo weggehen kann, kann Leute treffen, in die Stadt Bern gehen kann, später dann können Velotouren machen, um den Bodensee um als kleine Giele. Und dann ist natürlich schon der Mountainbike-Sport gekommen. Wir hatten unser Mountainbike-Team, wir sind Mountainbike-Rennen gefahren. Wir sind jedes Wochenende die Alpen erkunden. Und das war schon ein wahnsinniger Schritt gewesen, wo man hat gemerkt, dass das Velo immobil macht und sich von Tür zu Tür fortbewegen kann. Und da gibt es eine ganz gute Geschichte dazu. Mit 17 hast du dir Geld geholt, und zwar auf eine ganz verrückte Art und Weise. Und bist nachher dann durch das unter anderem ins Velo-Business eingestiegen. Kannst du das mal erzählen, wie das war, wo deine Eltern mal weg waren? Ja, ich habe mein Geschäft angefangen, vielleicht mit 15, zuerst im Ofenhäuschen. Dort hat Grossmutter noch Brot backen, dann im Wäschhäuschen. Und dann ist es immer wie grösser geworden. Und die Eltern sind mal auf Kanada gegangen, für meinen Onkel zu besuchen. Haben wir die letzten Schafe und Geisse, die wir noch im Stall hatten, verkauft und haben dann unser Velogeschäft hier eingebaut. Also halt jetzt, was heisst mir? Die Eltern sind fort in Kanada, eben dort bist du 17 gewesen, und dann hast du einfach gesagt, so, die Schafe brauchen wir nicht mehr, wir müssen jetzt so ein Velogeschäft machen. Genau, wir sind vor allem der Brütsch und ich und all die Freunde und Leute, die dann schon mitgeholfen haben, das innerhalb von einer Woche alles realisiert und ja, wir haben nicht mehr so zusammen geredet, aber mittlerweile funktioniert die Kommunikation wieder super gut. Was haben Sie denn für ein Startkapital von dem Herdenverkauf? Ja, das hat nicht so viel gegeben. Wir haben schon vorher, also es hat schon gegeben, aber wir haben schon vorher durch Velo einkaufen, durch Velo flicken, wir sind immer gebügelt zu den Bauern rundum. Wir haben schon ein bisschen Geld gehabt, für das zu starten. Gut, und dann ist es losgegangen, aber vorher sind noch deine Eltern zurückgekommen. Was haben Sie gesagt, wo plötzlich keine Schafe mehr im Stall waren? Ja, die waren schockiert, als ihr Auto in Thomas Velo Shop angeschrieben war damals. Hat heftige Diskussionen gegeben oder die auch ein bisschen Ruhe. Und hat man mal ein bisschen Gras drüber wachsen, wie man so schön sagt. Ja, was ja auch ein bisschen verständlich ist, oder? Wenn die Eltern da plötzlich voll vollendete Tatsachen gestellt werden. Und dann ist es eben losgegangen. Ist interessant, es hat damals schon Thomas geheissen, wie heute auch noch. Wie ist die Firma dann weitergegangen, als wir durchgestartet sind? Ja, während dieser Zeit habe ich noch eine Lehre gemacht als Sanitär. Ich war auf dem Bau. Ich hatte einen super Lehrmeister, der mir aber die Freiheit hat gelassen, das Geschäft nebenan zu entwickeln. Nach der Stiftung hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mitarbeiter mehr als der Lehrbetrieb. Und dann haben wir richtig durchstarten, wo wir dann plötzlich Zeit hatten, für das umzusetzen, wo wir wahnsinnig Lust hatten, für zu innovieren, für neue Sachen zu machen. Dann haben wir auch unsere Eigenmarken gemacht, weil wir sind der grösste Specialized-Händler
in der Schweiz. Und während dieser Zeit haben wir gemerkt, dass wir unser eigenes Produkt machen wollen. Ein Produkt, das in die Schweiz passt, ein Produkt, das zu uns passt. Und schlussendlich ein Produkt, halt, das kein Zwischenhandel hat, sondern direkt mit dem Endverbraucher das entwickeln. Also das ist wirklich eine Spezialität von euch. Ihr seid nicht irgendwie nur Händler oder Verkäufer, sondern ihr macht eigene Sachen. Wie hat das erste Velo ausgesehen, das du konzipiert und dann auch gebaut hast? Ja, das ist es. Dann hat man gedacht, das ist ein wahnsinniges Hightech-Gerät. Es war Aluminium, super leicht, eine spezielle Geometrie, wo man gut rauf- und runterfahren kann. Und mittlerweile ist das natürlich komplett der Blödsinn, dass es dann Hightech ist. Gibt es noch? Es gibt es noch, ja. Es hat so Test Tube Baby geheissen. Okay. Ein Violet Pinks, das wir gemacht haben. Und mit dem sind wir auch Rennen gefahren. Cool. Und dann ist es weitergegangen. Das Geschäft ist immer grösser geworden. Ich glaube, wir überspringen das ein bisschen bis ins Jahr 2009. Dort ist nämlich etwas Spezielles dazugekommen. Dort hast du einen guten Schachzug gemacht und bist relativ früh ins E-Bike-Business eingestiegen mit der Marke Stromer. Hast du sofort gewusst, Velos mit elektrischer Unterstützung, das ist es? Nein, nicht sofort. Also, ich muss vielleicht noch sagen, ich finde, wir haben den schönen Spruch, wir dürfen Velo erfinden, ein Velo entwickeln, Velo produzieren und Velo verkaufen. Und aus diesem Drang aus ist schon Stromer entstanden. Man hat so zwei Sachen gehabt, dass wir die Elektronifizierung, aber auch die Digitalisierung von neuen Produkten schon dann gespürt. Der damalige CEO von Swisscom, leider verstorben, der Carsten Schlotter, hat mir immer wieder auf der Velotour gesagt, du weißt, in Zukunft werden Warenhäuser mit den Kühlschränken reden oder Kühlschränke mit Warenhäusern, die Welt wird digital sein. Mhm. Und das hat mich fasziniert, diese Idee auch ins Velo hineinzubringen. Und dann bin ich mal auf Amerika gegangen, habe ein Referat gehabt bei Apple, habe dort über Mythos Tour de France erzählen, aber auch über Carbon-Technologie im Velobereich. Und die haben mich so fasziniert, dort ist die Welt immer viel grösser gewesen, als es hier in der Schweiz ist. Die haben viele neue Themen gebracht und so bin ich heimgegangen zum Merco und gesagt, Merco müsse ein Velo entwickeln, das eigentlich ist wie die Apple-Produkte, das höheren Sex-Appeal hat, wo die Leute, vor allem die jungen Leute, komplett faszinieren, für neue Sachen zu machen. Wir hatten so zwei Visionen. Wir haben gesagt, wir wollen, dass es cooler ist, mit einem Stromer zum Kaufleuten in Zürich zu fahren, als mit einem Porsche Cayenne. Das haben wir, glaube ich, erreicht. Oder kommt jetzt dran, wenn man sieht, wie viele Leute absolut, Stromer fahren. Und das Zweite ist, ich möchte gerne New York autofrei machen. Und da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Also dort hat es definitiv noch Potenzial. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, eben da mit Apple in Kontakt zu kommen und dort können mit diesen wichtigen Leuten reden? Ja, mein ganz grosses Glück ist, dass das Velo Gesellschaften verbindet. Ich war schon früher in Amerika, mal 3 Monate dort gearbeitet und ein bisschen in die Schule. Mir haben die Leute immer fasziniert in Kalifornien, wie sie Sachen entwickeln. Und das Velo ist so etwas wie eine Brücke zwischen den verschiedenen Leuten. Es spielt keine Rolle, ob ein Handwerker, ein CEO, ein Top-Politiker oder Spitzensportler. Im Velofahren schwitzen auch, im Velofahren sind auch gleich. Und im Velofahren ist so ein bisschen, wie man in Amerika sagt, Cycling ist der New Golf. Und das wird dort gelebt. Und das Velo hat mir schon ganz viele Türen zu diesen Leuten aufgetan. Und das ist eine super Überleitung. Kommen wir zu dem Thema Trends bei Velos. Oder? Da sieht man fang auf der Straße, wenn man jetzt nicht so in der Szene ist wie ich, die verschiedensten Modelle, Farben sowieso, Ausführungen, Ausstattungen sowieso. Was ist aktuell voll im Trend? Ja, es gibt verschiedene Megatrends. Einer, wo man sicher wahnsinnig merkt und immer noch da ist und für mich auch noch ein Riesenpotenzial hat, ist das Elektro-Mountainbike. Oder das Elektro-Gravel-Elektro-Mountainbike, wo man plötzlich touristisch ganz andere Möglichkeiten hat. Da werden nämlich die Orte wie ein Toggenburg oder Semmental oder auch gewisse Bündner Regionen, die vielleicht nicht so erschlossen sind mit Bergbahnen, die nicht erschlossen sind mit anderen Verkehrsmitteln, die zum Teil auch sehr steil sind, kann man einfach gar erkunden. Man kann sich neu erleben. Und das Schönste ist, es gibt so die Newcomers, die bis jetzt noch nicht Velo gefahren sind, die können das machen. Die Best-Ager, die natürliche Alterung spüren. Aber auch wir Mountainbiker, die andere Sachen machen können. Und
Schönste ist, man kann es halt zusammen machen. Die Elektronifizierung vom Velo ist vor allem das gemeinsame Erlebnis, jung und alt, stark und schwach, und das ist schon genial. Also da hätten wir ein Produkt, oder? Das E-Mountainbike, wo man wirklich immer mehr sieht. Was ist denn vielleicht der Trend in Sachen Digitalisierung noch? App oder Verknüpfung oder Leistung messen oder vielleicht auch im Velo, dass man immer größere Computer einbaut, wie Tesla zum Beispiel? Ja, wir sind bei Strom sind wir vor Tesla gewesen. Wir haben Software-Updates gemacht, denen, was Tesla noch nicht gegeben hat, oder erst haben wir angefangen. Ich glaube schon, dass die Digitalisierung, also es gibt ein Trend natürlich Digitalisierung als Messen, Herzfrequenz, Wattmessen, Gesundheitsdaten. Das ist in Zukunft muss man wahrscheinlich auch nicht mehr selber schalten, tut das zu Velo selber machen. Man kann Routen planen, sagt, wo man wie viel Akku braucht, man tut rekuperieren. All diese Themen sind sicher da. Aber es gibt auch einen Gegentrend, der heisst, Vereinfachung von Komplexität und so ein das Zurückkommen zur Muskelkraft, Zurückkommen zur Natur. Also Gravel ist dort ein Thema, das die Tourenvelo, wo man Feldweg, Waldweg kann fahren, der Jura erkunden, Sackgoschen dran tun oder sonstige Gepäcktaschen und einfach mal ein, zwei Tage irgendwo gegen den Kopf lüften, eben ohne Strom, ohne Elektronifizierung. Das ist so der Gegentrend zu diesen ganzen digitalen Welten und E-Mountainbike. Du hast es kurz angetönt, ich werde noch mal kurz darauf zurückkommen. Ihr seid vor Tesla mit Software-Updates. Also wie war das genau? Ihr seid die Ersten, die, wie jetzt Tesla ihre Autos over the air updatet. Habt ihr das mit Velos schon gemacht? Ja, das haben wir gemacht. Also wir wissen, wie es praktisch jedem Stromer geht, wo jeder Stromer fährt. Oder auch die jetzigen Thomas-Velo. Wir haben SIM-Karten schon ganz früh reingetan, für Software-Updates machen, für sie aber auch zu schliessen, dass der Motor blockiert. Wenn man das Velo wegnimmt, fährt es auf den Horn und auf den Blinken, dann bekommt man ein SMS, dass es gestohlen wird. Mhm. Aber auch im ganzen Sharing-Bereich braucht man das natürlich, dass man Velo teilen kann, dass man Flottenmanagement machen kann. Und das haben wir schon ganz früh gemacht. Es war eine harte Zeit gewesen, unternehmerisch, völlig am Limit gewesen von Expansion ins Ausland, von diesen neuen Thematiken, Cloud entwickeln, Cloud bauen, eben SIM-Karten einbauen, die Software machen, das CAN-Bus-System entwickeln. Das waren alles Themen, die wir als frühere Velobauer noch nicht gemerkt haben oder noch nicht auf dem Radar hatte. Gut, wer ist das Mastermind da im Hintergrund oder bist es vielleicht sogar du selber, der den Informatikteil so im Griff hat? Oder? Weil du sagst jetzt so einfach, ja, Software-Updates machen via SIM-Karten und so. Da steckt richtig viel Informatik dahinter. Wie machen wir das? Ja, da steckt richtig viel Informatik dahinter und je einfacher das aussieht, desto komplexer wird es. Absolut, ja. Dran. Mhm. Das haben wir stark müssen lernen. Wir haben die Erfahrung seit irgendwie 15, 16, 17 Jahre. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man die DNA hat, um so etwas wollen und können machen. Es ist vielleicht sind die Werte und der Mut zum Innovieren, zum neue Sachen machen, wichtiger als die Skills zum schlussendlich Programmieren. Also das Verständnis für etwas Neues können zu machen, für können Fehler zu machen, neue Themen zu entwickeln, ist wahrscheinlich wichtiger als die Handarbeit danach. Wir haben eine wahnsinnig gute Crew. Einen Stromer haben wir entwickelt mit meinem Cousin zusammen, also in einer ganz kleinen Zelle. Wir waren ganz schnell gewesen. Und dann sind wir natürlich angewiesen auf sehr gute Leute, die mithelfen, zum Teil externe, zum Teil interne Mitarbeitende, die daraus kommen. Ich bin überhaupt kein Programmierer. Ich bin ein User. Du die dummen Fragen stellen oder vielleicht auch die neuen Anregungen. Oder auch die wichtigen eben, aus Konsumentensicht, oder? Genau. Und ich darf schon sagen, wir mittlerweile wahnsinnig gute Leute um uns, um Entwickler, Ingenieure, Designer, Statiker, die da mithelfen, die neuen Produkte zu entwickeln. Jetzt haben wir so über die Trends geredet, die im Moment der Fall sind. Schauen wir mal 5 Jahre raus oder von mir aus auch 10, was dir lieber ist. Ich nehme an, du machst dir da auch Gedanken, weil du bist so ein Umtriebiger. Wie sieht denn das Velo aus? Ja, ich mache mir viele Gedanken wie das Velo, aber auch vor allem auch, wie die Mobilität in Zukunft aussieht. Wie bewegt man sich im Alltag? Ich glaube schon, dass es ein ganz grosses Potenzial ist, dass man Mobilität Hubs macht, vor allem in den Agglomerationen, dass Städte relativ leicht erschlossen werden mit ÖV, mit Publibike, wo wir auch beteiligt sind, mit Vermietungsthemen.
Das glaube ich schon, aber ein grosses Potenzial liegt in der Agglomeration. Also der braucht ein neues Produkt, das schneller in der Peripherie von Tür zu Tür fahren kann. Und dort ist sicher eine Servicegeschichte ein Thema, dass ein Velo so stabil ist wie ein Auto, wo man vielleicht alle 20'000 Kilometer nur einen Service braucht. Sicherheit ist ein Riesenthema, dass es ABS, bessere Brems- und Reifensystem hat. Und das Dritte ist natürlich auch der Komfort, dass man andere Kleider macht, wenn es regnet, dass man Schutz macht, wenn es ein bisschen älter wird, wie beispielsweise geheizte Griffe, dass man schlussendlich 365 Tage locker und mit viel Genuss kann Velo fahren. Jetzt ist es ja eigentlich ein Wahnsinn. Wir sind hier im Dachstuhl vom alten Bauernhaus, wie es da ganze Haufen gibt, hier in der Region drin. Und da ist ein Unternehmen, das Mountainbikes, Bikes aller Art macht, Millionen Umsätze macht und vor allem sich gegen die internationale Konkurrenz kann durchsetzen kann. Im Hochpreisland Schweiz. Wie machst du das, gegen all die Marken wie Trek etc. zu bestehen? Ja, es gibt verschiedene Faktoren, die aus meiner Sicht Sinn machen. Erstens mal ist die Schweiz ist ein Hightech-Land. Die Schweiz ist ein Dorf, wo man sich kennt, wo man innovieren und entwickeln kann. Wir haben wahnsinnig gute Universitäten mit der ETH oder auch hier um der Berner Fachhochschule, wo wir Sachen kooperieren können, wo wir schneller sind als unsere Mitbewerbenden. Wir haben aber auch viele KMUs und Startups, die neue Technologien liefern. Also die Schweiz ist ein Playground zum Entwickeln und Sachen erfinden. Das Zweite ist, wir haben unsere eigene Produktion. Wir bauen jetzt Velo in Losgrösse 1 oder vielleicht einfacher gesagt, das passende Velo unter jedes Viertel und das ohne Zwischenhandel. Also wir sind Entwickler, Produzent und Verkäufer zugleich. Das ist auch ein Unterschied zu den grossen internationalen Marken. Und vielleicht ist so am Schluss halt die Geschwindigkeit, die man hat als Familienbetrieb oder als KMU, wo eigene geführt ist. Wir haben wenige Stakeholder, die reinreden. Wir sind Gott sei Dank auch relativ gut selber finanziert, sind nicht gross auf Banken angewiesen. Und durch das sind wir schnell, sind wir einfacher und vielleicht in Themen noch ein bisschen mutiger, als das andere können sein. Eben, jetzt sind ihr ein grosser Konzernenfang mit ganz viel Umsatz und damit ganz viel Velo, die ihr verkauft. Wo liefert ihr mit Thermosanfang überall hin auf der Welt? Ja, grundsätzlich. Also, ich muss schon sehr korrigieren. Wir sind kein Konzern, wir sind immer noch ein KMU. Und wenn man da so ein bisschen raufkommt und. Ja, aber wir sind lieber. Gut. Wir sind ein kleines Schnellbötchen und nicht ein grosser Tanker. Also wir sind, und primär sind wir in der Schweiz tätig. Also wir machen den meisten Umsatz in der Schweiz und vor der Schweiz und das wollen wir ausbauen. Wir haben noch ein Riesenpotenzial in Zürich, in Innerschweiz, in Graubünden und so. Dort können wir sicher noch Marktanteile gewinnen. Also bei uns ist die Schweiz das Land. Natürlich haben wir Kunden in Paris, mehr Kunden in Deutschland und jetzt tun wir in Santa Monica im September ein Store auf, ein Concept-Store. Also Kalifornien? Kalifornien in L.A. Und freue mich sehr, es wird eine wunderbare Geschichte. Es war nicht die Strategie, aber wie es manchmal so Zufälle sind. Und es ist eben auch etwas, wo man plötzlich, wenn das Glück da ist oder wenn die Opportunitäten da sind, man muss probieren, muss machen. Und ich sehe schon ein grosses Potenzial, das wir in Amerika könnten haben. Aber es wird auch viele Hürden sein und halt auch ganz viele Barrieren, die wir zuerst noch durchbrechen müssen. Aber meine Frage hat genau auf das abgezielt, weil es ist ein Foto um die Welt gegangen, und zwar wie der Leonardo DiCaprio auf einem Thermos-Bike am Fahren war. Und das hat wirklich eine Welle geschlagen, natürlich hier in der Schweiz. Da ist man auch stolz als Schweizer, oder? Wie war es bei dir? Hast du Kontakt gehabt mit DiCaprio oder wie ist die ganze Geschichte überhaupt zustande gekommen? Ja, grundsätzlich sind natürlich viele Menschen, die Velo fahren, viele Kunden, und dort sind auch Promis dahinter, weil die fahren ja auch Velo. Also ganz viele von diesen Superstars fahren Velo. Nicht alle leider mit uns, aber, kommt vielleicht noch. Aber doch viele. Und das war in Fact. Er war bei uns dann in einem Konzeptstore in New York, ist er dran gefragt und ist gegangen Velo kaufen. Ich glaube, es waren dann 10 für New York und 10 für Hollywood, wo er mit seinen Kollegen und Kolleginnen oder Freunden und Freundinnen tut. Die Leidenschaft Velofahren teilen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du mal eingeladen worden wärst von ihm, dass du ihm das Bike genauer kannst sagen oder so? Zu ihm bin ich eingeladen gewesen, aber zu sonst ganz vielen anderen.
Gut, und du willst aber nicht darüber reden, wenn ich das jetzt so richtig aus deiner Mimik aus sehe. Ganz genau. Gut, dann kommen wir zum Velo-Team, aus Maxon-Team. Wie war die Idee, so ein Bike-Team zu gründen? Ja, grundsätzlich ist das natürlich historisch gewachsen. Wir sind früher zusammen Velo fahren. Wir haben unser eigenes Mountainbike-Team. Ich war ein Mountainbike-Rennfahrer. Oder fahre jetzt noch gerne Mountainbike-Rennen. Und so haben wir in diesen Zeiten immer ein Rennteam gehabt. Das war ganz wichtig, dass wir ein Team haben, das uns fordert, das uns so das Limit bringt bei der Entwicklung. Und das jetzige Profiteam, aber auch das Entwicklungsteam, ist eigentlich durch eine Not rausgekommen vom Ralf Neff, vom Teamchef, wo zuerst mit Stöckli gefahren ist und die haben dann, sie sich zurückgezogen vom Velogeschäft. Und dann war es eigentlich ein super Schweizer Team gewesen, mit einem grossen Potenzial, das keine Partner mehr hatte. Und so bin ich spontan etwa vor so einem 4-5 Jahren eingesprungen, das mal ein Jahr durchzumachen. Und das hat so eine wahnsinnig gute Zusammenarbeit gegeben mit den Fahrern, mit dem Team als solches, dass man gesagt hat, wir machen das weiter. Hey, und eine Plattform können entwickeln mit Maxon, mit aber auch DT Suisse, mit Shimano, mit der Nose Group, wo die ganzen Youngsters helfen machen. Also ein Schweizer Team, das von der Schweiz ist, für die Schweiz, mit Schweizer Fahrern, wo wir eine Plattform haben, für Sachen zu erfinden, zu entwickeln, aber natürlich auch neue Ideen zu promoten. Die Alessandra Keller ist dort dabei, Vital Albin, Fahrerinnen, Fahrer. Der Ralf Neff hast du schon erwähnt. Und jetzt ist es tatsächlich so wie in der Formel 1. Du bist ein Rennstallbesitzer. Wie ist jetzt das, wenn du auf dem Sofa bist am Sonntag und die Rennen schaust im Fernsehen? Das muss ein super Gefühl sein. Ja, grundsätzlich, der Besitzer ist der Ralf Neff. Wir sind Partner von ihm. Okay. Du bist aber sehr vorne an der Front dabei, oder? Ich bin sehr vorne dabei und muss auch sagen, ich schaue die Rennen natürlich viel lieber vor Ort. Gehe viele die Rennen. Ja. Es ist ein gutes Gefühl, es ist aber auch ein Gefühl mit der grossen Verantwortung. Es ist schon ein Gefühl, wo man Sachen kann innovieren kann. Also ich liebe es, mit diesen Fahrern zusammenzuziehen, ich liebe es, mit der Konkurrenz zu reden, weil die Leute, die dermassen spitze mitfahren, die jedes Gramm zählt, die jeder Rollwiderstand zählt, die sagen dir auch, wie das Produkt muss verbessert werden. Und der Challenge, das können zu machen, zusammen mit Partnern, wie eine DT Suisse, wie eine Shimano oder Schwalbe Pneu. Das ist noch fast wichtiger als Promotion, die man gegen raus hat, sondern mit diesen Partnern können ein neues Velo zu entwickeln, jetzt für die Olympischen Spiele in Paris, wo wir dran sind, für neue Carbonfasern zu machen, für Pneu haben, die einen anderen Rollwiderstand hat. Und das ist das, was eigentlich der Grund ist, uns das Team so unterstützen. Ein Fahrer hat negative Schlagzeilen gemacht aus dem Team. Matthias Flückiger ist positiv getestet worden. Doping. Weißt du noch, wo du dort warst, wo du die Nachricht gekriegt hast? Ja, also, weiss ich ziemlich genau. Es war ein harter Schlag für uns. Es ist immer noch schwer zu verstehen, was ist gegangen. Im Moment laufen die Untersuchungen. Was war, wie das hätte passieren können. Für uns ist klar, wir sind eine Marke, aber auch ein Team, das null Toleranz hat. Für uns hat Doping und sonstige Sachen, die nicht erlaubt sind, absolut keinen Platz. Und darum werden wir auch da kommen zum laufenden Fahren natürlich keine Stellung nehmen. Es ist klar, unsere Werte sind null Toleranz, null Doping. Und sind gespannt und natürlich mit viel Hoffnung, dass die Geschichte gleich irgendwo noch ein gutes Ende kann. Also du hast gesagt, du weißt es noch ganz gut, du bist irgendwie am Telefon und hast das gekriegt und dann war es irgendwie ein riesen Schock gewesen. Ja, ich bin dann so zwischen zwei Referaten, die ich gegeben habe und Hundegruppen, die da waren, ist die Meldung gekommen. Da haben wir natürlich alles müssen umstellen. Es war alles sehr kurzfristig gewesen. Wie tut man kommunizieren? Wer tut wann kommunizieren? Wir haben die Szenarien nicht vorbereitet gehabt, was ist wenn. Und darum haben wir das relativ ad hoc müssen machen und versuchen, aus diesen Situationen dann gleich irgendwie noch das Beste daraus zu nehmen. Doping ist immer wieder im Velosport ein Thema, vor allem im Rennradsport. Was machen die als Team, dass man da schauen kann, dass da einfach so wenig wie nur möglich passiert? Ja, wir machen grundsätzlich viel und ich glaube, es gibt schon verschiedene Thematiken, wo ich nicht möchte gross darauf eingehen, weil ich bin auch nicht der Spezialist, was es alles gibt. Ich tue mich auch
Natürlich habe ich mich befasst als CEO damals mit BMC, mit dem Mountainbike-Team. Natürlich ist die Geschichte mit dem Jan Ullrich und Lance Armstrong ihm auch ganz nahe gegangen. Mit ihm. Also das muss man vielleicht kurz noch sagen, du bist dazwischen kurz bei BMC und dann wieder zurückgekommen. Also nicht mal so kurz. Ah, und dann wieder zu Thomas zurückgekommen, einfach für das Verständnis. Genau. Ja, ich durfte Partner sein mit dem Andy Reis zusammen bei, genau. bei BMC. Der durfte die Firma, glaube ich, 10 Jahre leiten. Und es war eine super Zeit, ich habe viel gelernt. Ich bin jetzt wieder zurück bei Thomas, bei den Wurzeln, wo wahnsinnig viel Spass macht. Aber dann habe ich natürlich auch gelernt, was Rennen ist, was die Profiteams ist und wie viel das da hinten dran ist. Wir könnten noch ganz lange schwätzen, wir sind aber schon fast am Schluss. Sag mal, was sind die nächsten Projekte, die da noch alles anstehen und vielleicht etwas, wo du dich besonders darauf freust? Ja, im Moment. Ich bin ein produktverliebter Typ. Ich freue mich über jedes Produkt, das wir launchen. In den nächsten paar Wochen haben wir 3-4 Produkte, die wir neu auf den Markt bringen, die mich unglaublich freuen, die revolutionär ist. Ein super leichtes E-Mountainbike, ein super leichtes Touren-Gravel-Velo, das elektrifiziert ist. Aber ganz am meisten, wenn ich hier umschaue, freue ich mich natürlich schon für die Eröffnung des Resorts hier, wo dann die Gebäude, die digitale Welten, die Ausstellungen, die neuen Werkstätten, die Entwicklungszentren hineinspielen und dass wir da wirklich einen Playground dürfen auftun mit all unseren Partnern, mit all unseren Velofreunden, die da mitgeholfen haben. Merci vielmals, haben wir bei dir sein, Thomas Pinkeli. Danke dir. Und alles Gute für die Zukunft. Und falls ihr jetzt gemerkt habt, boah, Bike oder sowieso schon völlig fasziniert sind, dann kann ich es euch empfehlen, wir haben schon den Nino Schurter zu Gast gehabt im Allegra-Podcast. Die Folge kann man selbstverständlich nachschauen. Er, der ja gerade Weltmeister geworden ist. Und wir haben Nathalie Schneider, die E-Mountainbike-Weltmeisterin ist sie damals geworden und darum bekannt worden, zu Gast gehabt, wo ja jetzt auch wieder eine Medaille kürzlich geholt hat. Also, es lohnt sich definitiv nochmal zurückzuhören auf die Folge von Allegra. Übersicht übrigens über alle Folgen finden ihr auf ökk.ch/podcast. Und sowieso cool wäre, wenn ihr uns abonnieren würdet auf Spotify oder auf Apple Podcast. Und dann freut es mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heisst Allegra, der Podcast mit dem gesunden Bündnerverstand.